Heinz hierzu. Herzlich willkommen zu Doppelsprossen. Und wir machen heute Sojajoghurt, fermentierten Sojajoghurt. Dazu haben wir hier 1 Liter Sojatrink ungesüßt von Alnatura. Ist halb gekocht, aber kein Problem. Man kann es wieder lebendig machen. Dann benutzen wir Flohsamenschalen. Tempelkulturen. Und von uns im Virgin Relic Weizenkeim Lingtrunk machen wir den fermentierten Joghurt. Okay, ich gebe erstmal den Sojatrunk hier rein. In die Schüssel. Genau. Gut, alles klar. Dann gebe ich etwas vom Brot rum. Hinein. Also weißen Kleinbrot. Das reicht schon. Genau, dann gebe ich etwas von den Tempelkulturen Startern hinein. Okay. Und dann, sehr wichtig, nicht so viele Flohsamen. Ungefähr 1 bis 2 Gramm, das ist noch ein bisschen zu viel. So ungefähr 1-2 Gramm hier hineingeben und danach mit einem Schnittbesen schön verrühren. Und das lassen wir danach. Die Masse lassen wir dann im Dörrgerät bei 42 Grad für ungefähr 16 Stunden fermentieren. Halt so wie im Joghurtmacher. Machen wir es halt jetzt in der Schüssel. Ist ja kein Problem, dann haben wir halt ein bisschen eine größere Fläche, aber ein bisschen mehr Masse. Und dann kommt das hier als Resultat. Und der schmeckt herrlich. Besser als dieser Weizenkeimling-Trunk. Das muss man hier verkaufen, Alter. Das schmeckt einfach viel besser. Ist gut für die Darmflora. Für alles. Baut deinen ganzen Körper auf. Das war mein Video zum fermentierten Sojajoghurt. Unser selbstgemachter. Kann man auch mit Cashewkern machen. Von der Eigenkreation von ADG. Ja. Nicht zu vergessen. Ja. Sagen wir mal. Ja, der hat es kreiert, das Rezept. Genau, und gibt es jetzt hier rein. Genau. Das ist das so genau. Immer schönes Bürgerät. Da ist schon die andere Masse. Da ist schon die andere schöne Masse. Mit Cashew. Das ist Cashew und so jetzt ist auch irgendwas anderes. Ja, dann muss ich aufpassen. Das ist super, aber sieht sehr gut aus. Ja, schluss mal hier runter. Das war dann unser Video, Cashew, gell? Ja. Gebt nochmal den Subscribers, YouTube-Subscribers an. Bye-bye. Ja, Cashew. Ja, alles klar. Das war mein Video zum fermentierten Sojajoghurt. Oder Cashew-Joghurt. Ja. Alles klar, ciao. Macht's gut. Hier seht ihr jetzt noch einen selbstgemachten Joghurt. Dazu habe ich Flohsamenschalen benutzt, Tempelkulturen und Sojatrink ungesüßt von einer Natur. Das ist jetzt hier alles reingegeben, gemischt. Und jetzt werden wir mal das Endresultat sehen, was wir gestern gemacht haben auch noch. Das war das Endresultat. So sieht es dann aus. Sieht dann schon sehr cremig aus, sehr jugendlich aus, sieht man ja auch. Sieht sehr gut aus. Und ja, das hat mir gestern mein Bruder ein Video gezeigt. Und das ist ganz simpel eigentlich. Braucht man nur 3 Zutaten. Und ja, perfekt. ADG Set Better.
Was geht, Leute? Hier ist meine selbstgemachte Cashinara, ja. Dabei habe ich jetzt gerade in der Mixer hier Flusen, schon, Koriander ein bisschen, Cashewkerne, gerade in den Mixer reingegeben. Danach gebe ich noch von meinem Brottrunk ein bisschen was hier rein, ja. Und das gebe ich dann hier rein. Und das geht dann alles schön gemixt in dann der Masse. Ja, das ist dann die Masse, die geht dann noch hoch. Ja. So, jetzt habe ich den Brottrunk reingefüllt. Und jetzt wird erstmal die Masse gejobt, das heißt gemixt. Ja. Und danach, nach dem Resultat, zeige ich euch, wie man das einbefüllt. Ja. So, jetzt sieht die Masse sehr cremig aus. Ja, sehr lecker, schon. Und jetzt befüllt ihr die Masse hier rein. Genau. So, einmal. Dann zweimal. So. Und dann wird die Masse richtig hochgehen. Brutal hochgehen. Das wird dann noch so 2 Stunden dann brutal hochgehen. Und so wird das dann im Endresultat aussehen. Das ist jetzt ein bisschen gesunken. Normalerweise ist es ganz hoch, ja. Weil ich das schon gerade im Kühlschrank gelagert habe, setzt es dann wieder zeitweise runter, aber geht richtig ab, genau. So, und das gibt ihr jetzt alles in das Dominik rein, ja, genau. Und dann zeige ich euch, wie das aufgeht, ja, hoch geht. Zeige ich euch schon im nächsten Part. Und das wird euch spannend. So, jetzt seht ihr hier die Masse. Die ist jetzt richtig schon hochgegangen. Von der Cashewkerne, ja. Die ich vorhin gemixt habe. Und da seht ihr, das geht jetzt schön hoch. Und das wird danach, ist sozusagen meine eigene selbst hergestellte Cashew-Hefe-Mozzarella, ja. Richtig barbariös schmeckt das Rezept. Hier seht ihr auch schon richtig hochgegangen. Und am besten natürlich im Dörrgerät das zu vorbezubereiten. So schafft ihr die besten Resultate. Ja. Genau. Oder die Z-Bälle. Und Kevin G's Raw Fresh Veggie Nutrition Show. Teil 1 des Kohlenweizenkeimjoghurts, ja, fermentierter Weizenkeimjoghurt. Dazu habe ich erstmal natürlich die Weizen ins Wasser eingeweicht, für knapp jetzt einen Tag, 24 Stunden. Kannst je nachdem, wie du das möchtest, kürzer oder länger machen. Besser ist es länger, dann ist es mehr, sag ich mal, sind die Phytinsäure und andere Hemmstoffe und andere schlechte Stoffe sofort abgebaut. So, im zweiten Teil seht ihr jetzt knapp 2, 4, 5 Utensilien, ja, genau. Ganz links, wo ich jetzt den Finger zeige, ist der Joghurt machen. Daneben sind die Tempeh-Kulturen, das ist das zweite Equipment. Drittes Equipment ist ein DNF-Mixer. Oder je nachdem, ein Vitamix könnt ihr auch benutzen oder andere Mixer-Sorten. Das vierte Equipment ist der gekeimte Weizen im Topf. Und im fünften Topf werde ich dann nochmal alles entsieden mit dem Entsaftungssieb. Genau, da ist nochmal dahinter. Und das war Teil 2. So, kommen wir
kommen zum dritten Teil unseres selbstgemachten Weizenkamions. Hier seht ihr jetzt die eingeweichten Weizenkamine. Ja? Genau. Diese gibt ihr jetzt in den Mixer hinein. Ja. In den Mixer hineingehen. Ja. Und dabei schon mal auf die Tempehkulturen, habe ich jetzt Tempehkulturen, oder je nachdem von Mayo, die Milchsäurebakterien sind sehr, sehr gut geeignet, dafür ganz wenig. Und danach fügt ihr noch etwas Wasser hinzu. Genau, dann fügt ihr noch Wasser hinzu, zu den Weizenkernen. Genau, dann legt ihr es hin. Und dann jetzt schön den Mixer to switch on. Deckel drauf. Genau. Und dann. Ja. So. Jetzt ist das die gemischte Masse fertig von dem Weizenkern liegen. Ja. Sieht sehr jetzt flüssig aus, wie ich schon fast. Milch, und das gebe ich jetzt, die Weizenmilch, ja, die gekannte Weizenmilch, in den Feinsieb. Ja. Dazu nimmt ihr jetzt genau, den Füller und gibt die Masse drüber. Ja, dann müsst ihr jetzt wieder warten, weil es ist halt ein bisschen staubt. Dazu nimmt ihr am besten einen Löffel mit ein bisschen Masse. Ja. Am besten ihr holt euch ein Metallsieb, ja, der findet es am besten. Genau. Schön die Flüssigkeit abtropfen lassen und dann sind ihr unten hier schön die Milch. Ja. Und dann die gekannte Weizenmilch, die gebe ich dann anschließend in den Joghurtmacher rein. Genau. So, wenn ihr das fertig habt, sind wir jetzt hier schöne cremige Masse. Vom gekeimten Weizenjoghurt, ja. Das ist jetzt gerade noch eine gekeimte Weizenmilch, ja. Und jetzt könnt ihr nochmal anschließend nochmal etwas paar Tempehkulturen nehmen. Könnt ihr am Anfang machen oder am Ende, je nachdem wie ihr möchtet. Braucht es auch nicht am Anfang zu machen. Aber klar, es ist dann schon gemixt auch noch drin, ja. Und kann sich besser in Symbiose mit den Weizenkörnern binden. Deswegen könnt ihr es am Anfang machen und dann nochmal anschließend zum Ende. Und dann ganz wichtiger Tipp, wenn ihr das jetzt mixen wollt, nehmt am besten einen Schneebesen, ja, und schön mixen, ja, damit es schön, schön cremig wird, schönig, ja. Ja. Genau, schön mischen, wirklich gut mischen, durchmischen, damit sich die Tempehkultur oder je nachdem die Mayo-Kultur wirklich sehr gut im ganzen Produkt, der ganzen Milch ansiedeln kann. Ja? Das ist sehr wichtig. Weil sonst seht ihr jetzt die cremige, schaumige Masse. Ja? Wenn ihr das seht, diese Blubberplaschen, heißt das schon ein gutes Anzeichen für eine gute Joghurtmasse. Ja? Das ist sehr wichtig, dieser Punkt. Weil sonst wird es nicht für den Joghurt. Ja? Ja. Wenn ihr Fragen habt, nochmal zu diesem Schritt oder andere Schritte, könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Und wir kommen dann jetzt zum vierten Teil des Joghurts einschütten. So, kommen wir zum vierten Teil. Jetzt befüllen wir den Joghurt in den, also vom Topf in das Joghurtglas, genau in den Trichter rein. Schön reinbefüllen. Da seht ihr die Masse. Sieht sehr gut aus, sehr milchig, ja, sehr lecker schon. Und das ist dann der letzte Schritt. Und danach müsst ihr es bei circa, sag ich mal, 8 bis 16 Stunden, je nachdem. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es halt länger.
wie die Kulturen halt aktiv sind, ja. Und wenn die Kulturen sehr aktiv sind, geht es sehr, sehr schnell, kann es auch manchmal 8 Stunden dauern. Wenn es halt die Kulturen ein bisschen inaktiver sind oder nicht sehr beständig sind, dann dauert es halt 16 oder auch einen Tag, ja, im Rummelsbacher. Aber der Rummelsbacher unterstützt das ja schon, der gibt ja die Wärme. Und ja, deswegen habe ich auch diesen Rummelsbacher. Ich habe auch noch einen anderen Joghurtmacher, aber der ist ganz gut, genau. So, jetzt habe ich den Joghurt befüllt und werde den jetzt anschließend schließen und gebe ihn dann in den Joghurtmacher rein. Hier habe ich auch schon die anderen Joghurts alle vorbereitet und die werde ich dann unter Anschluss von Strom dann für ca. 8 bis 16 Stunden dann anschließen. Genau, da kann ich auch die Zeit anschauen, da ist schon 18 Stunden und dann bringe ich halt immer ab und zu mal nach 16, je nachdem, oder nach 8 Stunden, wie die Konsistenz dann schon ist. Ich habe mal kurz das probiert vom Weizen, von dem Weizenmilch, jetzt nicht fermentierte, aber ganz normale Weizenmilch, und die schmeckt sehr, sehr neutral, also nach nichts, ja, aber so soll es sein, so wie Naturjoghurt, wenn man sich den kauft beispielsweise. Der ist halt noch säuerlicher, ja, weil der eine Milch ist, aber der ist halt ganz neutral, schmeckt wie Hand, für den Joghurt fast ähnlich, ja. Und ja, genau, dann den Deckel zu und dann seid ihr erstmal fertig. Und dann ist es nur noch ein Geduldsspiel und müsst warten, bis dann der Joghurt fertig ist. Ah ja, der G, stay tuned. So, herzlich willkommen wieder zum selbstgemachten Weizenkeim-Joghurt. Ja. Wir kommen jetzt zum letzten Teil, zur Struktur des Joghurts. Und hier seht ihr jetzt die Struktur des Joghurts. Sieht ganz gut aus. Seht ihr eigentlich jetzt auch schon die, ganz oben seht ihr den Joghurt, der sich da noch bildet teilweise. Ja. Unten ist er schon voll gebildet. Und ja, soweit ist er jetzt fertig. Willkommen wieder zu Adi und Kevin G's Raw Fresh Veggie Nutrition Show. Wir sind jetzt soweit fertig mit dem veganen, selbstgemachten Weizenkeim-Joghurt. Fermentiert, ja. Die ganz wichtigsten Tipps sind: erstens Wasser. Ja, Wasser. Dass man nicht zu viel Wasser reingibt. Ja. Warum? Weil sonst die Flüssigkeit zu, sag ich mal, nicht mehr cremig ist. Also der Joghurt kann dann nicht mehr cremig sein. Ja. Der ist dann nur noch flüssig. Danach ist es wie Wasser. Ja. Darum versuchen immer gut zu filtern. Sehr, sehr gut zu filtern. Dass da auch Reste bleiben. Ja. Und dann ist es wie eine Joghurtform. Schmeckt auch wie Joghurt. Ja. Ganz wichtiger Tipp, nicht zu viel Wasser reingeben. Weil einfach nur die Flüssigkeit richtig rauspressen. Ne? Ich weiß, es braucht Zeit, ja. Aber dann hast du die perfekte Struktur des Joghurts. Genau, dann der zweite Tipp. Ja, zweiter Tipp. Ganz wichtig, Zeit lassen, Geduld haben. Ja, ja, das dauert manchmal, ja. Bei mir hat es jetzt ungefähr jetzt knapp fast 18 Stunden gedauert, 18 Stunden, ja. Es ist immer nach Inaktivität, Aktivität der Kultur, ne? Wie die aufs Produkt einwirken. Ist bei jeder Kultur anders. Das heißt, es kann was bewirken, es muss nicht was bewirken, ja. Aber wenn du die Feinfühligkeit hast, gut alles gesiebt hast, gut alles gerührt hast mit den Kulturen, dann kriegst du halt diese Konsistenz, ja, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ja. Perfekte Konsistenz, ja. Ja. Oben ist jetzt auch noch teilweise Wasser, aber klar, unten seht ihr die Joghurtform perfekt, ja. Das ist 3/4 Joghurt, sag ich mal. 1/4 Wasser, ja. Aber das ist perfekter Joghurt im Joghurtmacher, ja. Deswegen. Das ist schon echt Teil meiner Quality, was ich hier kreiert habe. Ja. Also den Joghurt, den du dir selber machst, ist noch besser als die aus dem Geschäft, ja. Wirklich. Weil es ist dein eigener kreierter Joghurt und du spürst die Säure, die fermentierte Säure, die Milchsäure. Du merkst das. Und das ist perfekt für deinen Darmflora. Ja. Kommen wir dann zum dritten Punkt. Darmflora, ja. Brutal gut. Ja, für die Darmflora. Ja.
Es baut deinen ganzen Körper auf, ja. Krebsgeschwüre, alles, sag ich mal, geht weg, ja, durch die wildsäure Kost, ja. Weil das mag dein Magen, ja. Was dein Magen nicht mag, ist zum Beispiel gekochte Kost, Fast Food und anderer Dreck, den du dir täglich reinstopfst, ja. Darum versuch doch jeden Tag fermentierte Sachen zu verzehren, ja. Fermentierte Getränke, fermentiertes Essen, fermentierte Joghurts, je nachdem, ist mir egal, was du isst. Aber wenigstens fermentativ, weil das ist wirklich lebendig, ja. Und es bewirkt auch eine Lebendigkeit in deinem Körper. Und dein Kopf und Darm arbeiten zusammen, ja. Darum, das war mein letzter Punkt. Darmförderung. Und hoffe, euch hat das jetzt gefallen. Und hoffe, ihr seid jetzt auch motiviert, mal wieder was zu machen. Selbstgemachte Joghurts, je nachdem. Könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Gerne. Wenn ihr Probleme habt bei dem Joghurt machen, kann ich euch gerne helfen, ein paar Tipps zu geben, ja, wie es noch besser geht. Ja. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare unten. Ja. Subscribe mein Channel, ja. ADG, KenG. Sehr gute Arbeit auch von meinem Pro, ja, wie immer. Wir machen es zusammen. Den Joghurt habe ich jetzt selber kreiert, ja. Aber wir helfen uns immer gegenseitig, immer Sachen zu kreieren, Rezepte zu kreieren, alles Mögliche. Und ja, sind ein starkes Team. Eure Doppelsprossen. Stay tuned. Hey. We'll be right back.
präpariere heute Kokosmilch. Ja. Dazu verwende ich erstmal Kokosmilch. Ja, habe ich jetzt von Alantura. Kokosmilch, Bioqualität. Habe ich von Foodsharing bekommen. Dann habe ich die Tempeh-Kultur. Ich habe jetzt gerade alles schon vorbereitet. Kokosmilch habe ich reingegeben. Ja, in den Mixer. Und die Milch auf Rotten tue ich dann anschließend ganz am Ende rein. Das distillierte oder je nachdem Quellwasser, ja. Habe ich jetzt vom Leogan-Filter. Finde ich gerade auf. Ja. Das heißt, jetzt mixen erstmal die Masse. Und dann im nächsten Schritt wird alles aussehen. Genau, zum zweiten Teil. Teil habe ich jetzt die gechokte Masse, also die gemixte Masse vom Kokosmehl mit Wasser, gerade gemixt, ja, seht ihr hier. Und die werde ich jetzt erstmal in sieben filtern. Das heißt, das Wasser wird dann durchfließen, ja, in den Topf hier. Werde ich jetzt filtern. Und das werde ich dann immer jetzt mit einem Löffel machen. Per Sieb, ja. Das seht ihr dann hier, genau so mache ich das dann. Mixen. Unten fließt dann halt die Flüssigkeit. Das seht ihr dann hier. Ich komme auch gerade mit der Kamera hier. Ja, genau. Da seht ihr es jetzt. Genau, hier mixe ich die Masse und unten fließt das Kokoswasser. Und so tropft das dann. Genau, das Kokoswasser. Das werde ich jetzt zweimal in sieben. Normalerweise habe ich auch einen Stahlsieb, aber jetzt habe ich den Kunststoffsieb. Das ist besser, wenn man zweimal einsiebt und fließt in die Flüssigkeit. Genau. Das ist dann der zweite Schritt. Und zum dritten Schritt werden wir dann noch die Milchsäurebakterien dann hinzufügen. Genau. So, im dritten Schritt gehen wir jetzt ein paar Kulturen rein, ganz wenig, braucht man ganz wenig, 1-2 Gramm reichen da schon. Und dann seht ihr hier jetzt die flüssige Masse der Kokosmilch und das kommt anschließend ins Dörrgerät rein, genau. Ich mache es immer im Dörrgerät, weil da fermentiert es immer am besten. Könnt es auch draußen stehen lassen, sollte generell aber dann zugedeckt sein. Ne? Ich mag es am liebsten im Dörrgerät und ja. Euer ADG von dem selbstgemachten Kokosmilch. Ganz einfaches Rezept. Genau. Euer ADG. Stay tuned. Kommen wir nochmal zum Resümee unserer selbstgemachten Kokosmilch. Der erste Schritt, ganz einfach. Die Kokosmilch, erstmal die ganze Masse mit Kokosmilch, ungefähr 100 Gramm, plus Wasser hinzugeben. Ganz voll das Wasser. Dann der zweite Schritt. Im Topf oder in einem Behälter es in sieben die Masse und mit einem Löffel dann die Flüssigkeit tropfen lassen in den Topf, damit die Kokosmilch besser gerinnt. Dann im dritten Schritt fügt die Milchsäurebakterien rein, das sind Tempeh, und anschließend gibt es ins Stirlgerät oder deckt es mit einem Tuch zu und lässt das für 16 bis 8 oder 12 Stunden je nachdem fermentieren. Und dann habt ihr eure eigene fermentierte Kokosmilch. Besser als wie normale Kokosmilch, fermentiert ist immer besser. Es ist lebendig als wie normal. Genau. Euer ADG, stay tuned von Dutch Bros. Hey! We'll be right back.
Thank you.
Pass auf, Guys. Ich habe hier jetzt ein geiles Tofu-Brot, fermentiertes Tofu-Brot hergestellt mit Gewürzen. Und ihr seht hier die Blasen, wie das schön arbeitet und lebt. Und wir machen das jetzt im Dörrgerät. Lassen das ungefähr für 24 Stunden bis zum nächsten Tag. Dann essen wir das wieder. Mit unserer frischen Zucchini, Spamaka oder Kohlrabi oder anderen Karotten. Wir haben auch Karottensaft getrunken. Und wir machen jetzt gleich sofort die nächste Portion mit den Milchsäurekulturen. Hier haben wir auch schon die andere hergestellt. Den Soja. Das ist auch schon schön gestiegen. Das könnt ihr auch mal sehen. Das ist auch schon schön gestiegen. Das sieht so wie Käsekuchen aus. Aber es ist eigentlich nur Soja. Das sind Sojabohnen. Sieht so wie Tofu aus. Und das lebt auch schon, das Goldische. Ach, das ist schon schön hochgestiegen. Alter, das ist so schnell hochgestiegen in 4 Stunden. Boah. Ey, wir sind einfach nur halber. Das war wieder das Video von unserer veganen Hochkost-Show. Kevin Kremlin 6. Ciao, ciao. Kevin G's Raw Fresh Nutrition Show. Wir haben heute hier Mais und wir wollen damit Maisgrieß machen im Mixer, selbstgemachten. Und den hat gestern mein Bruder gesammelt in Kremnička. Das ist so ein kleiner Vorort in Slowakei, in der Nähe von Kremnica und Chernatono. Und da hat er ungefähr 21 Kolben, Maiskolben abgeholt. Und der ist ungefähr 42 Kilometer hier bis zum Chernatronum, zur Stadt gegangen. Und dann wieder zurück bei der brüllenden Hitze, 6 Stunden lang. Und hat nichts getrunken. Und das finde ich Respekt, wie er einfach mit 20 Kilo Gepäck, weil er hat noch ein paar Karotten gekauft, ein paar Sonnenblumenkerne zum Fermentieren. Das haben wir auch schon hier im Blender gemacht. Und frischer Mais ist wirklich gut, weil es sehr viel Magnesium, Kalium und noch andere wertvolle Stoffe hat, wie sehr gut Proteine und Vitamine. Und wir machen das jetzt hier, die Vorbereitung. Manche sind gut, manche schlecht, bei manchen sind schon Schimmelstellen. Aber der Bauer hat es ja gestern abgeerntet und mein Bruder hat es ja gesehen. Dann hat er es gleich abgeholt. Und hier ist auch halt eine riesen Pflaumensaison. Das ist jetzt ein weißer Kolben. Der ist ein bisschen süßer. Den sortiere ich aus, weil die weißen Kolben schmecken mehr süßer und die gelben hier, die fangen schon an, schon zur Stärke umzuwandeln. Und die sind gut für den Maiskrieg. Die sortiere ich jetzt aus. Und das war mein Thema zum Video. Maiskrieg selbst gesammelt. Und da braucht man die nicht im Laden für 40 Cent pro Stück zu kaufen. Das war Kevin G. Herzlich willkommen zu Adi und Kevin G's Raw Fresh Nutrition Show. Wir machen heute selbstgemachten Bier. Dazu haben wir heute hier Hopfen gesammelt, frisch gesammelt in der Slowakei. Ja, und wir wollen uns selber Bier machen, einmal mit dem Hopfen, dann mit der Hefe, könnt ihr Trockenhefe oder normale Hefe nehmen. Und wir machen damit jetzt selbstgemachtes Bier. Wir wollen sehen, wie das von der Konsistenz ist, ob das wie normales Bier ist oder anders schmeckt. Und wir lassen das dann für ungefähr vielleicht 24 Stunden fermentieren, dann probieren wir mal, ob das in Ordnung ist. Und wenn das wirklich gut ist, dann holen wir uns Hopfenpflanzen und ernten die auch nächste Saison bei unserer Ernte. Weil Hopfen sind sehr bitter
und haben sehr viele Vitamine B-Vitamine, die die Nerven beruhigen, damit man entspannt schlafen kann, dass man entspannt durch den Tag läuft, gut für die Muskeln, gut fürs Herz, Lunge und für den ganzen Körper, dass man vital fit wird. Gut. Wir machen das jetzt in den Mixer rein, lassen es dann fermentieren, geben noch Wasser hinzu und das wäre dann, wir zeigen euch dann das Resultat vom fertigen Bier. Wenn es fertig ist, können wir uns jetzt dabei. Herzlich willkommen zu unserer Kochshow. Wir machen heute rohkostlichen veganen Mozzarella. Und dazu haben wir einmal hier das Bio-Kokosnuss von der Dr. Georg in Rohkostqualität. Dann haben wir Trockenbackhefe. Dann hier Flohsamen. Und hier nochmal Pfeffer. Indischen Pfeffer. Und gut, dann fangen wir mal an. Wir machen jetzt hier von dem Bio-Kokosmus ungefähr 200 Gramm rein. Für den veganen Mozzarella. Und dann haben wir auch noch Rapskörner von draußen heute gesammelt. Das ich Bock mache. Ja. Das ist ein gutes Rezept für Leute, die etwas fermentieren wollen oder einfach was Leckeres zum Abend haben möchten. Was sehr fettreich ist und ballaststoffreich und gut für den Körper. Ich mache noch ein bisschen rein. Dann müsst ihr aufpassen, dass nicht zu viele Flohsamen sind. Die haben sehr viel Ballaststoffe und die können auch abfärbend wirken, wenn man zu viel nimmt. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Löffel, das reicht. Weil die sehr schnell Wasser ansammeln. Dann macht ihr die Hefe rein. Und dann noch den indischen Pfeffer zur besseren Resorption der Ballaststoffe, damit die Ballaststoffe besser aufgenommen werden, damit ihr dann keine Blähung bekommt, weil Ballaststoffe heißen ja Ballast für den Körper, deswegen muss man die irgendwie verdauen können und darum mache ich den indischen Pfeffer rein. Kurkuma ist auch gut mit Pfeffer in Kombination, aber wir machen jetzt kein Kurkuma rein. Gut, dann noch hole ich nochmal destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser von unserem Biogan-Filter. Wir filtern ja erstmal immer das Wasser, danach destillieren wir das Wasser und dann das Heilmann Quality Water. Mach hier ein bisschen rein. Und ich kann noch ein paar Milchsäurebakterien hinzufügen. Das auch immer noch, damit das ein bisschen arbeitet. Und wir zeigen euch dann das Resultat nach 48 Stunden, wenn der vegane Mozzarella fertig ist. Das war mein Video zum veganen Mozzarella, Teil 1. Willkommen wieder zu unserer Show von Adi und Kevin G's Raw Fresh Vegan Nutrition Show. Was wir heute machen, wir haben
von unserem Acker eine Kartoffel gesammelt, ja, abgeerntet vom Acker. Und die präparieren wir jetzt. Kartoffeln kann man roh essen, kann man. Man sollte nur aufpassen auf die Menge generell. Aber was wir machen heute, wir machen mit der Kartoffel fermentierten Kartoffelauflauf oder fermentierten, sag ich mal so, Kartoffelbrot, fermentiertes Kartoffelbrot. Sehr gut für die Milchsäurebakterien, weil die sich am besten da bilden können. Und ich sag mal, die Stärke ist wahrscheinlich ein bisschen schlechter, ja klar, von der Kartoffel. Aber wenn man es fermentiert, ist das Produkt wieder lebendig. Weil generell ist die Kartoffel schon abgestorben als Pflanze. Also normale Kartoffel, gut, die hält vielleicht lange, aber die ist schon generell tot, ja, wie man sieht, ja, abgestorben. Und wir wollen das halt wieder durch unser fermentiertes Kartoffelbrot, also mit Milchsäurebakterien angereichert, wieder lebendig machen, die Kartoffel. Genau. Dazu habe ich hier schon ein Brett vorbereitet, wo ich dann die Kartoffeln verwenden werde. Und im nächsten Teil werde ich euch dann weiter mit den Kartoffeln das zeigen. Ja, ADG ist jetzt dabei. Hey, was geht, Leute? Ich präpariere jetzt hier die Kartoffeln. Genau, ich habe die gerade hier alle reingesammelt, hier, wie ihr seht. Genau. Genau. Die habe ich jetzt gerade alle geschält. Die gebe ich jetzt gerade kurz weg. Genau, bin ich wieder da. Genau. Und ich habe hier schon was präpariert. Kartoffeln mit Milchsäurebakterien, ein bisschen Hefe. Dann habe ich schon ein bisschen Wildkräuter eingefügt, wie Salbei und ein bisschen Kresse. Genau. Das füge ich jetzt alles in den Mixer rein. Genau. Und ja. Das gebe ich jetzt alles in den Mixer rein. Und die Kartoffeln sind jetzt hier im Mixer drin. Ich habe nochmal destilliertes Wasser reingegeben. Das beste Wasser, was man trinken kann. Ja. Und jetzt drücke ich auf Play und jetzt geht's los. So, habe ich jetzt reingegeben auf das Fläschchen und das kommt dann ins Stirgerät. Genau, ist jetzt flüssig, wissen, wie ihr seht. Ja. Und das kommt dann alles rein ins Stirgerät. 42 Grad. Und dann haben wir unser selbstgemachtes, fermentiertes Kartoffelbrot. ADG set by. Willkommen hier zur Adi's Raw First Veggie Nutrition Show. Ich mache heute die Mühlenbrotsprossen Joghurt. Dazu bereite ich erstmal den natürlichen Mühlenbrotsprossensaft jetzt davor. Ich tue gerade die Mühlenbrotsprossen rein, alle. Und ja, genau. Wozu, was für ein Gerät braucht ihr für den Mühlenbrotsprossen Joghurt? Genau. Am besten den Steamer oder hier den Rommelsbacher. Beide sehr gut im Test, eigentlich die besten im Test, sehr gut. Ja. Und die beiden empfehle ich, weil da habt ihr kein Risiko von Schimmelgefahr oder von anderen Sachen vielleicht mal. Genau. Ich reiche jetzt den Mohnbohnensprossensaft jetzt mit etwas ein paar Milchsäurebakterien. Dann mische ich die Massen. Genau. Ich habe gerade die Milchsäurebakterien reingekriegt. Reicht ganz wenig, weil die arbeiten eh dann schon. Genau. Und mit dem Fräs dann, den kann man dann natürlich auch nochmal als Mungobohnensprossenbrot oder halt für sein Mungobohnensprossenproteinpulver herstellen natürlich. Also alles nachhaltig,
kannst alles nutzen, deswegen optimal. Genau. In Teil 2 seht ihr jetzt gleich, wie ich die Zubereitung des Mondmondsprossen mache. Genau. Ja, herzlich willkommen wieder zu Adi's Raw Fresh Vision Nutrition Tourist Show. Wir kommen jetzt zum Teil 2. Das heißt, ich mache jetzt hier den fertigen Mondsprossensaft. Wie ihr seht, ja, perfekt. Oben ist noch der Schaum. Und ich habe jetzt noch Milchsäurebakterien eingefügt. Das heißt, jetzt mische ich die Masse erstmal. Genau. Schön, dass die Masse gleichmäßig verteilt ist, damit sich die Milchsäurebakterien gut verteilen können. Dass sie auch überall gleichmäßig gut arbeiten. Erstmal schön mischen, die Masse. Ja. Und hier unten seht ihr schon die Becher alle. Die Jugendbecher. Und wie viel ich danach gleich. Ja. Schön mixen. Und so könnt ihr eigentlich auch jederzeit, also mit jedem Saft, den ihr eigentlich kreiert, Sprossensaft, könnt ihr eigentlich alles Joghurt machen. Traut das nicht extra in so einen Soja-Zubereiter reinzufügen. Ihr könnt es auch ganz einfach auf rohköstliche Weise machen, dass ihr das einfach in den Safter, hier von Slow Stuff, einfach einfügt. Und dann könnt ihr einfach selber euren Joghurt herstellen, wenn ihr auch einen Entsafter nutzt. Ihr braucht keinen Soja-Zubereiter, wie ich es früher genutzt habe. Ja. Ich mache es jetzt immer anders. Ich nutze immer jetzt einen Entsafter für die Joghurtzubereitung. Und gut, jetzt ist die Masse sehr gut gemixt. Jetzt würde ich die Masse erstmal rein. Das heißt, ich nehme gerade so einen Esslöffel, genau. Und halt immer die Masse drüber. Genau, füge das gerade rein. Ich zeige euch gleich das Resultat. Genau. Und der wird dann sehr gut fermentativ arbeiten. Im Joghurtbereiter, weil der Joghurtbereiter halt bis 40 Grad, ja, optimal halt arbeitet. Genau, hier seht ihr jetzt die Masse. Sehr schaumig noch, ja, klar. Aber der Schaum setzt sich halt noch runter. Deswegen kann man immer ein bisschen noch mehr reingeben, ja. Genau. Und wenn es überläuft, dann einfach mal ein bisschen stoppen. Das heißt, beim Mondsprossensaft, der schäumt halt sehr, ja. Das sieht man jetzt beispielsweise. Deswegen muss man halt sehr gut drücken. Am besten die Masse drüber lassen. Genau. Und das Endresultat zeige ich euch dann nach circa, ja, eigentlich nach 16 Stunden mache ich das immer. Das ist eigentlich am besten. Genau. Und das wird ihr dann im Teil 3 vom Mungo-Bohnen-Sprossen-Joghurt sehen. Genau. What's up, guys? Adi-G's wieder zurück. Und ich zeige euch jetzt den dritten Teil des Mungo-Bohnen-Sprossen-Joghurts. Und hier seht ihr die Masse. Genau. Sieht optimal aus, genau. Sehr lecker. Und das ist der beste Mungo-Bohnen-Sprossen-Joghurt, den ich wirklich verzehrt habe. Schön säuerlich, Milchsäurebakterien drin und ist gigantisch und schmeckt auch gigantisch. Genau. Das kannst du dir immer als Lubrikator oder als Saft oder als Joghurt, das sind die besten Quellen, die nicht deinen Magen ausdehnen, sondern sofort dich sättigen. Genau. Adi-G, say bye bye. Von dem Mungo-Bohnen-Sprossen-Joghurt. Stay tuned. Willkommen zum Adi und Kevin G's Raw Fresh Nutrition Show. Wir machen heute Mungo-Bohnen-Sprossen-Proteinpulver
Und dazu haben wir sehr viele Mungobohnensprossen über die Tage gekeimt. Einmal hier in einem Glasbehälter, dann hier im Römertopf. Die sehen richtig geil aus. Habe ich schon jetzt 2 bis 3 Tage sprossen lassen, weil Mungobohnen sprossen eigentlich am schnellsten. Dann brauchen wir für die Herstellung von Mungosprossenproteinpulver ein Dörrgerät. Das haben wir hier. Hier haben wir auch schon die Mungobohnensprossen getrocknet. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und was wir jetzt machen mit den Mungobohnensprossen getrockneten, die geben wir in den Mixer hinein und dann fügen wir Wasser hinzu, destilliertes Wasser. Das zeige ich euch mal. Erstmal fügt ihr das ein. Dann gebe ich Wasser hinzu. Und dann gebe ich nochmal Milchsäurebakterien. Warum mache ich das? Weil ich möchte damit erreichen, dass die Bioverfügbarkeit von den Mungosprossen nochmal einen höheren Eiweißwert erreicht und nochmal mehr Mineralstoffe, Vitamine bei der Fermentation aufbaut. Und davon könnt ihr euch dann euer eigenes Mungobohnensprossenproteinpulver machen. Ihr könnt das auch mit Hanfsamen machen, mit Reissamen, dann könnt ihr euer eigenes Reisproteinpulver machen, Hanfsamenproteinpulver oder mit irgendwelchen anderen Bohnen, Chiasamen oder anderen Samen, geht fast mit jeder Samenart. Und das ist ein bisschen viel Arbeit, aber ist eigentlich ganz einfach. Und ich hoffe, ihr mögt das Video. Ich zeige euch dann das Ergebnis von Mungobohnensprossenproteinpulver Teil 2. Kevin G. Said, goodbye. Willkommen zum Teil 2 von unserem Mungobohnensprossenproteinpulver. Wir haben ja die Masse vorhin hier in den Mixer hineingegeben, der Mungobohnensprossen, mit Wasser und Milchsäurebakterien. Das lasse ich jetzt zu einer Masse pürieren, lege das dann auf die Dörrfolien und gebe das für ungefähr 16 bis 18 Stunden. Lasse ich das trocknen und danach zeige ich euch im dritten Teil, wie ich die trockene Masse hineingebe und das zu fermentativ, wenn Mungobohnensprossenproteinpulver verarbeite. Das war mein Video zum Mungobohnensprossenproteinpulver und ich hoffe, ihr mögt das Video. Kevin G. said goodbye. Gut, wir geben jetzt die Masse von dem Mixer auf ein Tablett, weil ich habe jetzt nicht die spezielle Dörrfolie gefunden, aber man kann es auch so trocknen, kein Problem. Das dauert auch ungefähr so lange. Jetzt gebe ich die Masse hier drauf. Gut, das ist mal okay. Und die Masse verteile ich noch mal ein bisschen. Und das gebe ich dann ins Dörrgerät für ungefähr 16 bis 18 Stunden. Und wenn es dann perfekt getrocknet ist, dann verarbeite ich das zu Mungobohnensprossenproteinpulver. Ich lege das jetzt noch mal ganz unten hin, weil das ist ein bisschen kleiner, das Tablett.
Aber das ist für mich kein Problem. Das verarbeite ich dann. Gut, das war mein Video zum ungebundenen Sprossen Proteinpulver aus unserer eigenen Herstellung. Kevin G. said goodbye. Herzlich willkommen zu Teil 3 unseres fermentierten Mungo-Bohnensprossen-Proteinpulver. Hier haben wir jetzt die Masse, die wir gestern draufgegeben haben. Die ist jetzt getrocknet vom Dörrgerät. Und die geben wir jetzt in den Mixer hinein. Wir pürieren das jetzt zu Pulver. Das zeige ich euch jetzt. Sieht schön aus. Ich mache jetzt mal einen Teil rein. Jetzt schalte ich ihn ein und mache auf Ice Crush. Das reicht. Jetzt mache ich damit unser fermentiertes Proteinpulver. Soweit jetzt fertig. Das wiederhole ich jetzt nochmal 5 Mal, damit das Pulver richtig schön klar wird und auch verzehrbar wird. Ihr riecht schon, der Staub kommt schon raus, geht auch ein bisschen in die Lunge, da muss man ein bisschen husten, aber das ist kein Problem. Das mache ich jetzt nochmal 5 Mal und dann ist das richtig feines Pulver und dann füllen wir das in unsere Packs ab. Haben wir einmal hier oben. Ich schon hier vorbereitet mit dem hohen Proteinpulver. Ganz feines, sehr gut löslich und sehr bioverfügbar hoch für deinen Körper. Sehr feines Pulver. Und das ist sehr gut für deinen Muskelaufbau, Regeneration der Muskeln, Zellenerweiterung. Und so kannst du dein eigenes, selbst hergestelltes Proteinpulver machen. Das war mein Video zum selbstgemachten Mungobohnen-Sprossen-Proteinpulver und ich hoffe, ihr liked das Video und ich würde mich freuen, wenn ihr von uns die Produkte auch kaufen würdet. Kevin G. said goodbye. Veganen Show. Ich mache heute Cashew-Kirsche-Erbsen-Sprossen fermentierten Cashew-Käse. Das heißt, sehr, sehr lecker. Dazu habe ich erstmal eine Rezeptliste erstellt. Das sind die folgenden Zutaten: 200 Gramm Cashews, 50 Gramm Kirsche-Erbsen-Sprossen, 5 Gramm Flohsamen, 5 Gramm Hefe, Trockenhefe, dann ein paar gesammelte Wildkräuter von der Natur, zum Beispiel Salbei, Brennnessel und Giersch oder andere Wildkräuter. Und natürlich habe ich auch Milchsäurebakterien eingefügt, damit das Produkt natürlich lebendig wird. Und zuletzt füge ich nochmal die Zucchini rein. Warum? Weil sie wasserhaltig ist. Für uns ist es wichtig, dass wir Gemüsewasser oder Früchtewasser immer ins Produkt einfügen. Oder wir nutzen halt destilliertes Wasser, nur destilliertes Wasser. Oder wir haben einen Leogan-Filter,
der wie ein Brunnenwasser ist. Ist auch gut. Aber wir machen nochmal extra, nochmal rausfiltern das Wasser, weil im Filter selber entsteht immer ein bisschen noch Kalk drinnen, also im Destillierer. Deswegen versuchen wir das ganze H2O, also H2, das ganze Wasser rauszuholen, das ganze destillierte Wasser. Aber wir nutzen jetzt hier die Zucchini. Die füge ich nochmal ein, das Gemüsewasser. Genau, das kann man ein bisschen noch schneiden. Füge ich gerade rein. Kann man zu Viertel machen. Und das kommt dann einfach rein. Und dann ist der vegane, fermentierte Käse fertig. Adici, Zettel. So, wir haben jetzt den fermentierten veganen Kichererbsensprossen jetzt fertig gemacht. Ich habe jetzt nochmal die Zucchini eingefügt und hier seht ihr das Resultat. Sehr flüssig die Masse selber. Ist klar, weil die Zucchini sehr viel Wasser benutzt. Und die Masse gebe ich jetzt hier aufs Splash. Ich gebe jetzt einen Teil. Das da wird dann noch aufgehen im Rührgerät selber und das füge ich dann hier ein. Perfekt rein ins Rührgerät. Bei ungefähr 42 Grad stelle ich das ein und genügt auch ungefähr 6 bis 8 schon, reicht eigentlich generell, oder 4 schon, wenn es direkt aufgeht. Deswegen. Und somit habt ihr dann einen ganz einfachen veganen Käse in weniger als 5 Minuten fertig. Keine Arbeit, kein Stress, ganz einfach. Und ihr habt noch eine gesunde Alternative. Adici, set by man. Auf das veganen Käse. Stay tuned.